Australien ist im Davis Cup an Österreich gescheitert und hat damit den Sprung in die Weltgruppe verpasst. Für Playing Coach L. Leighton Hewitt bedeutet das wohl das endgültige Karriereende, vor allem aufgrund des neuen Davis Cup Formats. Mr. 100%, so wird Australiens Davis Cup Kapitän Leighton Hewitt gerne bezeichnet. Der Playing Captain, der im Duell um die Weltgruppe gegen Österreich noch selbst im Doppel auf dem Platz stand. Dieser siegreiche Auftritt an der Seite von John Pierce war wohl der letzte auf der internationalen Bühne. Das deutet zumindest Hewitt-Kumpel und Ex-Doppelpartner Sam Good an. Ich glaube nicht, dass L. Leighton Hewitt Anmerkung D. Brett noch einmal unter dem neuen Format spielen wird. Es war womöglich der genau richtige Zeitpunkt für ihn aufzuhören. Ich glaube nicht, dass wir ihn noch einmal sehen werden. Hewitt war ein sich öffentlich gegen die neue Davis Cup Reform aussprechender Kritiker und hat in der Presse seinen Unmut über das neue Format kund. Ab dem kommenden Jahr wird der Davis Cup in einem Verfahren wohl im September über die Bühne gebracht. Heimspiele, frenetische Fanggruppen und das alte Format fallen komplett weg. Hewitt, der immer alles gibt, im Jahr 2016 beendete Hewitt seine Einzelkarriere bei den Australian Open vor heimischem Publikum und darf auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. So ganz fern blieb die Ex-Nummer 1 dem aktiven Tennissport nie und trat an der Seite von Groth im Doppelwettbewerb verschiedener Wettbewerbe an. Hewitt stand seinem Kumpel Groth auch bei seinem Karriereende zur Seite und spielte mit seinem Landsmann das letzte Doppelturnier vor dem endgültigen Schlussstrich. Diesem scheint Rusty nun ebenfalls endgültig gegenüberzustehen. Der Fanliebling überzeugte auch im Alter von 37 Jahren im Doppel gegen Oliver Marach und Jürgen Meltzer mit toller Physis und vor allem einem unbändigen Siegeswillen. Immer wieder hallte das markante Come-on über den Platz und Hewitt riss seinen Doppelpartner mit sich in die Euphorie. Werbung, Werbung.